Hi und willkommen bei Dancing Stars ungeschminkt. Ich bin jetzt besser geworden. Ich war krank. Das ist warum wir sind ein bisschen später dran. Aber ich fange an mit Sabine und Thomas. Ja, Sabine, sie schaut auch wie eine Tänzerin. Aus. Sie bewegt wie eine Tänzerin. Sie weiß eigentlich, wie man geht auf Stöckelschuhe, Fuß zu Fuß mit dem Gewicht. So, das ist ein Plus, bevor sie fangen an zum Tanzen. Die Show war gut, sie war immer in der Rhythmus, sie ist nie rausgekommen. Einfach für mich in Jive, die Standbein, was wir sagen, war zu inaktiv, which schaut ein bisschen flach aus und ein bisschen so schwer. Es würde besser, wenn sie hat das in Bewegung gebracht und dann es würde viel mehr Power und Energie gegeben, aber grundsätzlich sehr gut und weiter so. Gut, mein erstes Paar des Abends war Gary und Alexander mit einem Quickstep und in meinen Notizen steht da jetzt leider da, es hat so ausgesehen, dass aber etwas überfordert war. Am Anfang ein bisschen spät in der Choreo und ich glaube, das hat sich dann durchgezogen, ein bisschen so wie ein roter Faden. Generell kann man sagen zu der Show, mir ist vorgekommen, er schaut müde aus. Gleich nach der Show gesagt, hat so ausgeschaut, dass er aber einfach ein bisschen schlecht drauf war und so weiter. Selbstverständlich, weil er hat gesagt, auch in der Matz, dass er müde war und das... Und er hat vielleicht zu viel trainiert. Ich denke, du hast trainiert. Das gesehen ein bisschen, ja. Oder? Du musst es ist eine fine line zwischen... brav trainieren und zu viel, weil dann irgendwann ist es, die Phase ist ja. Voll und dann du siehst es beim Show. Und leider ist es an dem Abend ja passiert und ja, zum Mambo kommen wir später. So, Willy und Jazz Gitti. Ja, normalerweise jeder kriegt eine positive Rückmeldung, wenn etwas ist verbessert. So, wir mussten es auch machen zu Jazz Gitti und Willy. Seit letzter Woche, er hat weniger Schritte gemacht und es ist deutlich zu sehen jetzt, dass du siehst, was sie macht und es ist klar, die Energie ist dann viel besser, weil die können viel mehr auf die Show eingehen und ja, die bringen immer eine gute Energie ins Raum, dass die sind nicht der beste Tanzpaar, das weiß jeder, aber die Leute wählen für sie und sie bleibt drinnen. So kann ich nur sagen, gut und weiter so. Verena und Florian, langsamer Walzer, sehr elegant. Und was man dazu sagen muss, ist, dadurch, dass die Verena den Florian hat, das ist ein guter Zehntänzer, der macht super Shapes in Standard und gibt einfach auch von der Shape her sehr viel Gas. Ja. Da tun sich die eher Lateiner schwerer, das zu machen. Und deshalb schaut die Verena auch so gut aus. Ja. Was aber nicht heißt, sie macht es nur, weil sie ihn hat, aber die haben sich ein bisschen so gefunden. Sie passt super zu ihm, macht das alles mit und schaut dementsprechend auch gut aus. An der Show, langsam Walzer letzte Woche, vielleicht eine kleine Kritik. Und das ist das, dass mir die Mitte in der Show ein bisschen der Hauptteil gefallen hat. Das heißt, passt auf, dass das nicht zu schön, gut und steril nämlich wird, dass immer wieder noch der Funken springen kann. Ja? Was sage ich immer? Was? Keine Ahnung. Ein Anfang, ein Mittel und ein Ende. Okay. Ja, weil niemand. Ich habe gedacht, trag den Mistkabel aus wirklich, oder irgendwas. Die Zuschauer zu Hause müssen immer etwas angreifen können und die Show muss ein Mittel haben. Es ist nicht gut genug, wenn es ist nur einfach schön getanzt, so wie in einem Turnier, weil niemand ist interessiert in Turnier. Die sind interessiert in einer Show und eine Show hat einen Anfang, ein Mittel und ein Ende. Aber normalerweise, das hat immer Florian in der Choreo, aber der Walzer... Diesmal war es ein bisschen weniger in die Richtung, aber das ist ja nur Kritik, weil... Es könnte auch sein, dass die Musik hat das nicht verlangt. Da war kein Highlight in der Musik in der Mitte, kann ich nicht wirklich erinnern, weil ich krank war. Aber trotzdem weiter so, ihr habt es eh und ich kommentiere immer auf euch und ich will ja, dass ihr ins Finale kommt. So, Thomas und Rosie.
Ich habe ihn angeschaut und es hat mich sehr gut, dieser seriöse Thomas, so wie ich kenne ihn. Thomas, Entschuldigung. Und ja, es hat ihm wirklich gut gepasst, diese Rolle in Tango. Das war wirklich gut. Und wenn ich habe ihn angeschaut, habe ich gedacht, ich würde gerne mit ihm tanzen. Und das ist wirklich gut, wenn eine Frau denkt, oh, er würde gut zum Tanzen mit. Das war falsch, aber du weißt, was ich meine. Dann, das ist ein guter Zeichen. Zeichnen kann er vielleicht auch. Soll ich anfangen wieder? Nein, passt. No, okay. Was gefällt mir auch, die sind sehr beide natürlich. Und in der Zwischen muss ich sagen, Rosie ist auch so, ich kenne Rosie und sie ist sehr ehrgeizig, aber sie kommt so gut drüber auf den Fernseher und das gehört auch dazu, der Profi gehört auch dazu. Die kriegen auch viel Votes und sie ist nie in den Vordergrund, sie bleibt immer so zurückgehalten und sie ist sehr sympathisch und grundsätzlich ein sehr sympathischer Paar. Paar, sympathisches Paar. Ja. Das ist kein Deutschland, das ist ein... Ja, aber was ich muss das ja verständlich machen. Ja, dann haben wir mein Paar, Georgi und Maria mit einer Samba. Standing Ovation zum Schluss und verständlich, ja, weil die haben einfach viel Energie gezeigt und der Funke ist drüber gesprungen. Ja. Choreografisch, sage ich jetzt einmal noch, jetzt nicht falsch verstehen, choreografisch war da sehr viel Schmalz und Käse, ja, aber das hat funktioniert. Ja. Der ist ausgegangen, hat seine Batucadas runtergetanzt, relativ breit, haxig auf gut kärntnerisch, aber gut, er ist voll dabei. Und ein großer Pluspunkt von Georgi ist natürlich auch, dass sie als Paar sehr sympathisch sein in den Matzen und in den Interviews. Der macht den Mund auf und er ist sympathisch. Also da habe ich nie Angst, was da jetzt vielleicht rausgekommen kennt, was vielleicht ein bisschen denkt, abschalten, leiser schalten, wie auch immer. Er ist immer sympathisch und ich glaube, die Reise geht weit. Es wird schwierig. Ja, ich habe schon. Mein Tipp ist, ja, sage ich aber nicht noch. Sehr schwierig. Mambo. Ja, Mambo. Hast du was da stehen? Ich habe bei Mambo da stehen. Erste Mambo-Show. Ja, die war gut, aber es hat im Vergleich zu der zweiten Mambo-Show und zur dritten Mambo-Show ist das ein bisschen abgefallen, weil es einfach zu clean war. Ja, das war getanzt bei den mehr ehrgeizigen Paaren. Oder? Kommt mir vor. Aber das ist nicht falsch, ich bin auch ehrgeizig, aber mit dem Ehrgeiz musst nicht denken, dass du eher verlässt auf das Tanzen nur. Du musst auch mit dieser guten Technik, was ihr habt, etwas finden drinnen, das bringt den Funk drüber und macht Leute zu Hause sagen, das war wirklich eine coole Show, das war clever, das war cool. Und das hat ein bisschen gefällt. Und die zweite Show? Sabine Thomas und Gary und Alexandra, die haben das teilweise dann schon gehabt. Das war sehr, also super clever gemacht, gute Idee, abwechslungsreich und wahrscheinlich, muss man sagen, ja, gendern in Perfektion. Ja. Und die dritte Show, finde ich, war die cleverste Show, weil die haben die Gitti in der Mitte gehabt und haben daraus was machen müssen. Es ist sehr schwierig, etwas zu machen, weil du könntest gesagt, okay, wir gehen durch und wir machen so der Mambo, so es soll sein. Aber eigentlich, das war unmöglich. Und ich denke, das war wirklich, das hat wirklich gut, die haben eine gute Lösung war gefunden. Genau die Lösung. Und der Funke ist auch drüber gesprungen. Und sie war im Mittelpunkt und sie war die Diva in der Mitte. Ja? Und irgendwie hat sie nicht viel Touren brauchen, aber das Drumherum hat genau gepasst. Also richtig clevere Show, hat uns viel Spaß gemacht. Und ja, also Show ist ja schon wieder in, was haben wir heute? Ist ja schon Mittwoch, zwei Tage, ja. Jetzt. Zwei Tage. Seid alle schon voll trainiert. Wir wünschen euch alle alles Gute. Jetzt geht es schon langsam auf die Zielgerade Richtung Finale. Und ja, bis bald. Viel Spaß in der Show am Freitag. Ciao.